Ernest Shackleton, einer der berühmtesten Polarforscher zur Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, schrieb für seine Südpolexpedition 1914 folgende Anzeige in die Londoner Zeitung: Männer für gefährliche Reise gesucht. Geringer Lohn, bittere Kälte, mehrere Monate in völliger Dunkelheit, ständige Gefahr, sichere Rückkehr zweifelhaft. Ehre und Anerkennung im Fall eines Erfolgs. Auf diese Anzeige haben sich sage und schreibe 500 Männer auf die 28 Mannschaftsposten beworben. Dieser kurze Einblick in seine Geschichte zeigt, wie stark der Drang nach radikaler Veränderung im Leben eines Menschen sein kann und was man bereit sein kann, dafür zu geben, wie tollkühn der Mensch sein kann. Es ist auch eine perfekte Metapher für den Aufstieg bzw. den Abstieg zur Seele. Es gibt keinen finanziellen Lohn. Auch wenn der eine spätere Folge davon sein kann, wirst du erst einmal kaum etwas Materielles davon gewinnen. Und man kann mehrere Monate mit seinem Schatten konfrontiert sein und sich mit seinen verdrängten Problemen auseinandersetzen müssen. Und die Rückkehr ist zweifelhaft, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Gemeint ist die Rückkehr in das alte Leben. Das alte Leben, die alte Identität muss sterben im symbolischen Sinne. Viele machen das mit einem Ritual oder einer Zeremonie, welche zum Beispiel an die von alten Naturvölkern angelehnt sein kann. Aber wichtig, bei der Rückkehr winken Ehre und Anerkennung. Natürlich eher von dir selbst im besten Falle, aber hoffentlich auch von deinem Umfeld. Und da dürfte sich dann auch wieder einmal mehr zeigen, wer zu deinem harten Kern der Freunde zählt. Wenn man also den Mut aufgebracht hat, um die Reise anzutreten, dann braucht es nun den gleichen Mut, um weiter in die Tiefe zu gehen. Es kann Ausdauer und Geduld erfordern, um die kleinen Schritte zu würdigen. Denn das Ziel kann lange Zeit in der Ferne liegen. Hier wirst du in deinen dunkelsten Ecken auf deine wahren Stärken stoßen. Denn sie sind oft bewacht von deinen Schwächen. Oder sie sind bewacht vom inneren Wächter, der jetzt weichen muss. Dies ist eine rudimentäre Erklärung und bedarf weiterer Erläuterungen, wenn man sich mehr damit auseinandersetzen will. Aber es zeigt, was wir damit meinen, sich mit deinem Schatten auseinanderzusetzen oder den Drachen zu besiegen. Du hast am Ende des Aufstiegs deinen Seelenweg oder deine Seelenattribute gefunden und hast sie nun zur Verfügung. Weiter geht's beim nächsten Video.